Mein Name ist Sven Pohl, ich bin Professor seit 2016 hier am Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik. Wir befinden uns jetzt auf dem C-Campus und im Hintergrund sehen Sie das Gebäude C15, das Gebäude für Energietechnik. Hier neben das Gebäude C11, das Gebäude für Maschinenbau, und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine kleine Tour durch unseren Fachbereich. Das Thema Wasserstoff ist ein absolut wichtiges Thema aus unserer Sicht für die zukunftsorientierte Lehre. Was Sie hier sehen, ist ein Reformateststand, der im Rahmen einer Masterarbeit aufgebaut wurde. Wir nutzen diesen Teststand in der studentischen Ausbildung. Wir fahren mit den Studierenden Versuche und wir versuchen anschließend, das Verfahren auch durch Computermodelle nachzusimulieren. Wir befinden uns hier auf dem Dach des Energietechnikgebäudes und was Sie hier sehen, sind unterschiedliche Arten der solaren Energiebereitstellung. Wir nutzen diese Installation für die anwendungsnahe Ausbildung einerseits und andererseits nutzen wir die Daten für Forschungsvorhaben. Wir befinden uns jetzt im Labor für Strömungsmaschinen im Gebäude C11. Ich befinde mich hier vor einem Kreiselpumpenteststand. Studierende lernen hier, Pumpenkennlinien aufzunehmen, sich mit der Messtechnik auseinanderzusetzen und das Phänomen der Strömungslehre zu ergründen. Wir befinden uns jetzt im Labor für angewandte Mechanik. Im Studienverlauf führen wir viele Praktika durch, begleitend zu den Fächern Mechanik 1 und 2. Darüber hinaus führen wir hier Versuche durch für Forschungsvorhaben. Beispielsweise sehen Sie hier einen Versuchsaufbau, der es ermöglicht, das Dehnungsverhalten eines Materials bis zu seinem Bruch mit einer hochauflösenden Kamera zu untersuchen. Was uns am Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik auszeichnet, ist die Nahbarkeit der Mitarbeiter und der Professoren. Wir sind meistens kleine Arbeitsgruppen und die Lehre besticht durch einen sehr aktiven Austausch zwischen den Dozenten und den Studierenden.